Willkommen zurück zu Let's Play Sword Art Online Rehollow Fragment. Im letzten Part musste Kirito wen berühren, damit wir schön gucken können, ob dieses komische Anti-Criminal-System noch funktioniert. Und es funktioniert noch. Und dann ist da meine Frage so: Ah, hier muss ich collecten. Oh, wow, habe ich Glück. Und ja, da ist meine Frage, ob das mit dem Charakter ist, der zuerst oder der am laufenden Bande die maximalste Freundschaft hatte, weil es bei uns nämlich Shinnon war. Aber hey. Und dann sind wir jetzt bei der 87. Nebennamen erkunden. That hole seems to be connected to another dungeon. But we can't go forward until we defeated those monsters. No choice, it's time to fight. Easy, I would say. So, habe ich noch was vergessen? Mehr war, glaube ich, nicht. Oh, außer, dass Alberich irgendwie das System umgangen haben muss. Sowas darf man ja nicht tun. So, die Karte sagt, ich kann hier weiter. Die andere Karte sagt, da ist immer noch was anderes, aber... Gehen wir einfach mal erstmal weiter. Karte aufdecken kann ich immer noch. Special Monster Dwells nearby. Oh. Kann ehrlich an beiden Seiten weiter. Was ist denn das? Und die Gegner sind jetzt so stark, dass ich schon immer mehr als ein Skill brauche. Das ist doch keine Ebene mehr. Meine Güte. Sword Skill kommt sofort. Du machst einfach nicht mit? Okay. Kein Degen, kriegst trotzdem good job. Ah, da bist du ja schon. Hallo. NN. Ja, dann will ich mal hoffen, dass ich von dem etwas bekomme. Wobei, falls das jetzt so... Ja, kann ich wissen vorher, ob das ein Monster ist, bei dem ich die Implementation schon gemacht habe? Die würden ja auch da auftauchen, nur dann ist die Frage... Intel on the Boss. Ja, wow, kein Item bekommen. Aber was heißt das? Würden die dann auch so in den Dungeons auftauchen, von wegen... Blablabla, Monster Dwells nearby, oder... Oder was? Jojo, kommt mal mit. Hier ist nämlich noch eine Kiste. Wow. Jetzt gerade nur bei mir so oder was ist hier schon wieder los? Wow. Also, warum leckt das hier so? Ich hoffe. Ihr seht es nicht so heftig wie ich. Wäre schön. So, nochmal Mjölnir Hammer. Der nicht trifft, weil er auf einmal dashen musste. Tschüss. Dann gucken wir mal, was hier drin ist. Medicine. So, jetzt ist die Frage, wer hat diese drei Items, die ich noch brauche für die zweite Quest? Bislang habe ich ja noch nichts davon bekommen. Gut, dann porten wir uns mal sonst wohin. Okay. Don't let the ancients find you, defeat 10 worker ants? Okay. Also musste ich jetzt nur gucken, was davon jetzt worker ants sind und was nicht, oder was? Wenn ich dann fertig bin, dann darf ich jetzt die Karte abnehmen. Okay. Mach's mir kompliziert.
Mach's mir kompliziert. So, das sind auch Worker-Ants, das ist gut. Und da hinten sind Ants, oder? Die großen. So, wir haben schon 5 besiegt. Dann lasse ich die da hinten mal sein. Gehen wir da halt nicht durch. Hier ist nichts, okay. Hier ist wieder was zum Teleportieren. Wahrscheinlich zum nächsten Labyrinth-Teil. Nee. Gibt zwei? Zwei Orte, an denen du dich teleportieren? Muss ich halt an einem vorbei. So, die nächsten drei. Und nur noch zwei. Die sehe ich da vorne. So, und dann kann ich auch endlich alles andere erkunden. Und dann ist die Frage, gehen wir jetzt rechts oder links? So, immer diese mehrere Wege, das kotzt mich so ein bisschen an. Quest complete, yay, was kriege ich dafür? Soul Link, okay. Gucken wir dann mal, was wir hier so haben. Okay, dann ist der Teleporter wahrscheinlich so, dass man einfach nur sagt, yo, du teleportierst dich jetzt an Anfang zurück. Ein Katana? Okay. Fehlt ja nur noch die Mitte. Yo, yo, alles gut. Gibt's sonst noch irgendwo Karte? Yep, da unten. Und dann können wir ins nächste gehen. Oh Gott, wie viele sind denn hier? Ein Teleport. Na gut, 3 Teleport Crystals. Ein paar Champion Crystals. Und Ore. Ja, gut. Wir sind hier rein teleportiert worden. Also muss ja auch ein Teleporter raus sein. Also ab in die nächste Ebene. Habe ich ungewollt jetzt alles erkundet, bis auf dann halt bei den 3 Wegen links. Das werden wir dann schnell noch irgendwann machen. Oh. Jedes Mal dasselbe. Könnt ihr mich mal irgendwie kreuzweise oder so? Die Soulguns zählen leider nicht dazu. Ach, also haben wir gerade 3 auf dem Konto. So wie es aussieht, haben wir dann hier 5 auf dem Konto. Stunnen? Nö. Warum benutze ich den Skill, wenn da vorne nochmal 3 waren? So, 5 auf dem Konto. Oder 2. Ne, sind 3. Oh, kommen auf einmal alle nicht zu mir? Warum dasht ihr alle irgendwie meine Skills? So, dann fehlen jetzt noch 2. Kann ich mich auch endlich wieder frei bewegen? Ich hasse Undercover-Missionen. Lass dich nicht von XY entdecken. Können hier nichts tun. Okay, hier geht's schon mal weiter. Ah, und hier sind die restlichen. Jo, gut. Hier gab's ja nicht so viele. Recovery Crystal. So, du bist die letzte. Und was kriege ich? Regal Gloves. Okay. Und nochmal 3 Kisten. One-Handed Club.
Adamantine Ore. Und Two-Handed Axe. Ja gut. Dazu sage ich trotzdem nicht nein, auch wenn ich nach dieser Ebene wahrscheinlich wieder sagen darf. Ich muss verkaufen. So, letzte Ebene. Und schon wieder dasselbe Prinzip. Lass dich von denen nicht entdecken. Die Großen gehören auch dazu, ne? Danke, dass ihr wenigstens diesmal reagiert, wenn es denn kommt. So, zwei auf dem Konto. Und nochmal zwei. Warum müsst ihr immer nach hinten dashen? So. Hier auch wieder zwei. Immer nur zwei? Also ich habe jetzt vier, ne? Das heißt jetzt 5 und 6. So, liefer dein Freundschaftslevel könnte auch mal auf Maximum sein. So, dann haben wir hier 8. Und da warten auch schon die restlichen. Yay! Frei! Nur keine AOE-Skill gerade. So, und wenn wir dann am Ende des Labyrinths waren, noch mal eben schnell gucken, was links sich befindet. Regal Boots. Ja, die ganzen Regal-Sachen, die ich auch theoretisch, glaube ich, in der letzten Ebene hätte kaufen können. Auf jeden Fall irgendwo kaufen können. Ich meinte, es wäre die letzte Ebene gewesen. Kisten. Kisten nehme ich immer. Windflower Ore. Recovery Crystal. Bedrock Ore. Und One-Handed Club. Mace. Da muss ich hier durch und dann muss ich eigentlich nur wieder zurück. Jetzt bin ich erstmal eingesperrt, na super. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das Spiel laggt irgendwie echt in letzter Zeit ein bisschen mehr. Nicht nur in der Town Square und so. So, wo habe ich noch eine Ecke vergessen? Ich weiß nicht. Ja, hier. So. Gehe ich doch noch mal lieber außen rum. Ja, hier habe ich nämlich auch noch ein bisschen was vergessen. Und hier. Und dann können wir einfach mal. Wenn ihr nicht nervt. Wie könnt ihr einen Nahkampfangriff starten und treffen, wenn ich schon wieder mal einen von euch. Oh, das war der runter. Könnt ihr mal aufhören? Danke. So. Dann bist du auch endlich weg.
Ach, hier ging's weiter. Das weiß ich doch nicht mehr. Wäre schön, wenn man das noch irgendwie anders mit Farben gekennzeichnet hätte haben können oder so. Was jetzt zurück und oder rauf und runter ist. Nun gut. Button smashing für Text, skipping. Oh, this floor feels different. Oh mein Gott, woran könnte das nur liegen? Und ja, teleportier uns mal bitte zurück. Da könnten nämlich vielleicht links in der Ebene sein, die Gegner, von denen ich noch was einsammeln muss. Das weiß man ja nicht. Nein, Bosskampf gibt es noch nicht. Erstmal muss ich die ganze Quest noch erledigen, also die eine. Und die ganzen indirekten Quests. Im Sinne von Freunde helfen, die aus irgendeinem unbekannten Grund einfach in meiner Freundesliste aufgetaucht sind, ohne dass ich sie geaddet habe. But who cares? So, Boulder Plains. Na, zum Beispiel ihr, von euch hätte ich was bekommen können. Vielleicht. Scheint nicht so. Immerhin seid ihr noch mit einem Shutdown. Hier glänzt auch nichts, also... Nächste Höhle? Bitte nicht. Okay, scheint trotzdem eine Höhle zu sein, aber... One way. Mal gucken, ob wir die noch relativ schnell in diesem Part gedrückt bekommen. Sollte ja nicht so das Thema sein, es sei denn, sie verzweigt sich echt extrem groß. Prismor, hier gibt es denn wahrscheinlich einen Gegner, den ich besiegen muss. Schrägstrich Gegner, von denen ich diese Quest-Items bekomme. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das diese Dinger hier sind, weil die besiege ich ja schon die ganze Zeit. Und bekomme nichts. Ein Tor. Was heißt das denn nun schon wieder? Da kann ich nur durch, wenn ich den besiege. Ja, dann tun wir das doch mal eben. Und hau noch einen Mjölnir-Hammer rauf. Hör auf mich zu unterbrechen, ich will mal einen Mjölnir-Hammer machen. Typi, daneben nicht. Da hast du Pech gehabt. Nein, ich habe ein paar Erfahrungspunkte vermisst. Okay, hier gibt es nur Truhen. Man muss ja echt mal gucken, von welchen Gegner ich diese scheiß Quest-Items bekomme. Grand Health Potion. All Healing Crystal. One-Handed Club. Downpour Mercenary, der Name schon. Aber gut, es fehlt nur noch eine Truhe, ein Part. Path, also Weg. Dann sind wir auch durch. Passt ja. Und dann werde ich wieder, wie gewohnt, bis zum nächsten Part die ganzen Freundschaftsquests erledigen, die mir andauernd Kopfschmerzen bereiten, weil sie einfach nur so lange dauern. Meine NPC, ja, wir rennen in dieser Geschwindigkeit zum nächsten Gegner. Und bleiben dann noch an Dutzend Wegen und Gegnern klemmen. Oh, hier ist ein Abgrund. Ich kann da nicht vorbei, ich kann da nicht hoch. Ich muss direkt zum nächsten Monster rennen und kann nicht außen rum gehen, weil, keine Ahnung. Also, manche NPCs muss man schieben dadurch, damit sie dann wieder zum Gegner kommen. Manche muss man...
Ja, müssen man einfach nur warten, bis sie irgendwie beim Gegner sind direkt. Einfach so. Gut, Leute, bis zum nächsten Mal. Ich werde noch die Karte hier aufdecken. Bis dahin. Hey, lass mich mal durch. Bis dahin. Viel Spaß und tschüss.